Andreas, erzähl uns schnell rein von der Strecke her, wie war sie? Verdammt hart. Ja, der Anstieg, sie sind richtig eingefahren und haben jetzt zum Glück in der Abfahrt immer ein bisschen überholen können, aber der Anstieg hat einfach hohe Veto. Was ist es eigentlich gelegen, dass du eigentlich nicht hast können mitheben mit anderen? Ja, die anderen sind alle viel älter als ich. Das merkst du, sie haben schon ein bisschen mehr Druck drauf. In der Ausstieg habe ich nicht ganz mitheben können, zwar in der Abfahrt immer wieder ein bisschen hergekommen. Nachher in der dritten Runde am Schluss bin ich mit dem Luxemburger und dem Zypriot zusammen gewesen. Ich habe mich da hinten verschalten und den Anschluss nur heben können, haben wir absteigen. Ich bin dann einfach mein Tempo weitergefahren und dann ist es aufgegangen. Wir sind alles Halbprofis und die Zyprioten sind Vollprofis, haben UCI-Punkte und es ist eine andere Liga. Aber ich denke, wir haben einen super Rennen gesagt, wir sind dritte Mannschaft und mit dem kann man sehr gut zufrieden sein. Wir haben auch super zusammen geschafft und es ist wirklich ein toller Erfolg für uns. Was bringt die Zukunft? Die Zukunft, ja. In zwei Jahren sind wieder Spiel und dann schauen wir einmal. Da wir eben Breitensportler sind, können wir uns vor allem auf die anderen alles konzentrieren. Aber der Andreas, er hat sehr große Zukunft im Mountainbike-Sport und ich denke, vielleicht kann man ihn noch irgendwie noch mal unterstützen. Also er hat sehr große Zukunft und Gratulation an Andreas vor allem auch.